Ich möchte 2 bis 3 Millionen Geld verdienen. Mhm. Wie bringe ich meinen Mitarbeiter und Mitarbeiter bei mit 2000 Leuten in Schwanau, dass wir in Stuttgart nicht bohren dürfen? Mhm. Ja, dann kann ich gleich in die Schweiz gehen. Mhm. Das ist doch absolut unvernünftig. Die Entwicklung machen wir heute, Frau Roth, nachher in der Schweiz am Gotthard, in China mit unseren Tunnelvortriebsmaschinen, weil wir in Deutschland nicht mehr antreten dürfen. Und wenn uns irgendwo ein Grundstück und bohren da. Würden Sie sagen, Herr Handknecht, dass Sie bei diesem Projekt und bei der Unterstützung dieses Projektes auch bleiben, unabhängig davon, wie dieses Schlichtungsverfahren jetzt ausgeht? Richtig. Auch wenn die CDU die Landtagswahlen verliert? Nee, dann würde ich in die Schweiz gehen. Dann würden Sie aber da bereiten Sie sich schon mal drauf vor. Ja, ist gut, aber ich bin der guten Mutes. Sie kommen noch von der Wolke 7 runter. Ich bin nicht auf der Wolke 7. Es sind noch 4 Monate, sage ich Ihnen. Wenn Sie das Ganze blödsinnig anschauen über die Finanzierung. Wir haben Geld für die Banken, für 400 Milliarden. Wir haben Geld für Griechenland, 70 Milliarden. Und wenn Realwirtschaft kommt mit 10.000 Arbeitsplätzen, plötzlich haben wir nichts. Wir haben einen Länderausgleich in Baden-Württemberg. Wenn wir anstatt 6 Milliarden dann in der Länderausgleich nur 4 Milliarden übernehmen, dann können wir das Projekt schultern. Und 10 Milliarden, das ist eine Traumzahl, die Sie nachher in den Raum werfen. Das stimmt keine, nicht. Die kommt aus einem Gutachten. Zwischen 4 und 10 Milliarden. Und es ist auch müßig. Herr Uff sagte, da spricht er schon wie ein Berliner, obwohl er irgendwie aus dem tiefsten Schwaben kommt. Klar. Kein Projekt ist so gut nachher finanziell nachgewiesen und auch technisch. Dann kommen Sie über den Scheiß Gipskäuber nachher. Du darfst dort kein Wasser reinbringen, sonst geht es auf wie eine Hefe nachher. Aber verstehen Sie, fragen wir vielleicht noch mal nach unserer Demonstrantin aus der Reihe 1. Verstehen Sie die Angst, dass die Leute sagen, eine Deutsche Bahn, die irgendwie nicht mehr hinkriegt, im Sommer die Klimaanlagen in den Zügen ordentlich im Griff zu haben, soll nun ausgerechnet so ein wahnsinnig kompliziertes, komplexes und eben in den Finanzen unberechenbares Projekt hinkriegen? Sind Sie da nicht auch ein bisschen technisch am Zweifeln? Nee, absolut nicht. Wenn ich demonstriere, Ende des Jahres für Stuttgart 21. Das ist die erste Demonstration, wo der Herrenknecht hingeht. Wo Martin Herrenknecht dann teilnehmen Richtig. Würde. Wir fragen Fritz Mielert von den Parkschützern, wenn dieses Schlichtungsverfahren so ausginge, dass es eine Entscheidung für Stuttgart 21 so oder so gibt. Mhm. Sie sagen, es gibt keinen halben Kopfbahnhof und es gibt keinen halben unterirdischen Bahnhof. Sind Sie dann mit Ihrem Widerstand am Ende? Sagen Sie dann, Sie akzeptieren dieses Votum eines Schlichters? Also ich glaube nicht, dass die Demonstrationen aufhören werden. Ganz und gar nicht, weil so viele Leute gegen das Projekt sind. Wir haben nun mal die breite Bevölkerung hinter uns und das kann man nicht umdrehen. Und das ist egal. Also das sind jetzt verschiedene Umfragen, die das behaupten. Klar, eine Umfrage behauptet immer was. Auch eine Wahl behauptet etwas, weil so und so viele Leute zu Hause bleiben. Auch nur kurz, weil ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich kann genau beurteilen, wie die Demonstration gelaufen ist. Da hat die Dame vorhin völlig recht. Wir waren alle nicht dabei. Aber wenn man jetzt in Stuttgart ist, dann merkt man, es sind unfassbar viele Leute gegen dieses Projekt, das stimmt, aber der Riss geht quer durch die Büros, durch die Familien. Es ist mitnichten so, dass die gesamte Bevölkerung jetzt dagegen ist. Nochmal die Frage an Ihr demokratisches Bewusstsein. Ja. Wenn sich eine Mehrheit hinter einem Schlichtungsspruch versammeln würden, und es ist ja längst nicht erwiesen, dass die Mehrheit der Demonstranten identisch ist mit der Mehrheit des Landes Baden-Württemberg. Nein. Wenn sich eine Mehrheit von Baden-Württembergern hinter diesem Schlichtungsspruch versammelt, würden Sie den akzeptieren? Ich denke, ich würde ihn akzeptieren, aber ich glaube, dass sehr viele weiter auf die Straße gehen würden. Mhm. Warum kann man dann eigentlich nicht eine Volksabstimmung machen? Gleich, wir sind gleich bei der Volksabstimmung. Kann etwas nach Recht und Justiz und nach allen demokratischen Spielregeln legal sein und trotzdem nicht legitim? Das ist ja das, was wir jetzt gerade erleben. Also das ist, wir haben immer gedacht, die Dinge werden, das sind komplizierte Verfahren, werden legitimiert durch das lange Verfahren. Ja? Also sind da nicht nur legitim, sondern sie werden im Verfahren des öffentlichen Diskurses legitimiert, also dem Volk vermittelbar und daher auch von der Mehrheit getragen. Wir erleben ja jetzt gerade, dass die Kommunikation so miserabel war, dass es eben nicht legitimiert erscheint. Und das ist das Problem. Wir müssen rauskommen
aus dieser vernebelnden Sprache, mhm, aus dieser Angst, das Volk darf ja nicht erfahren, wo, mhm, wie es wirklich, mhm, aussieht. Wir müssen auch aus diesen Worthülsen in der politischen Debatte, mhm, die Rituale, die Leute ermüdet haben, das ist, glaube ich, das zeigen die Debatten Sarrazin und Stuttgart 21. Mhm. Ich sage, ich glaube, man wird eines Tages zurückblicken und sagen, das war ein Einschnitt. Ja, wir haben es in unserer Macht, ja, das jetzt ins Positive zu drehen und sagen, wir lernen was draus. Oder wir werden eine Verrohung haben des politischen Diskurses, die wir uns hier alle nicht wünschen. Gut. Herr Herrnknecht ist gleich dran. Die Frage wandert an die Politik. Herr Lindner, wenn diese schwarz-gelbe Koalition sagt, wir haben uns vorgenommen, aus dem Atomkompromiss auszusteigen und wir machen das. Wir haben uns die Rente mit 67 nochmal angeguckt und überlegen, auch da Veränderungen vorzunehmen. Wir nehmen Veränderungen an der Hartz-IV-Gesetzgebung vor, nachdem wir gemerkt haben, dass die Dinge funktionieren oder nicht so funktionieren. Warum geht das nicht mit einem Bahnhof in Stuttgart? Naja, all die Dinge, die Sie genannt haben, haben wir vor der Bundestagswahl gesagt. Und für diese Politik, inklusive der Energiepolitik, haben wir eine Mehrheit im vergangenen Jahr bekommen. Und da war bekannt, was wir wollten. Hier konkret in Stuttgart haben wir doch die Situation, dass wir ein sehr langjähriges Verfahren haben. Und das führt uns jetzt in ein Dilemma. Diejenigen, die gegen das Projekt sind, die wollen in bestehende Verträge eingreifen, die missachten langjährige, auch demokratische Verfahren und die sind gegen ein ökologisches Zukunftsprojekt. Diejenigen, die dafür sind, lassen Sie mich den Punkt zu Ende machen, ja, ich will ja differenziert argumentieren. Ja, diejenigen, die dafür sind, die müssen in Kauf nehmen, dass wenn das Projekt mit den Regeln so umgesetzt wird, dass man möglicherweise jahrelangen Widerstand hat. Und das zeigt doch genau die Problematik, die Giovanni Di Lorenzo gesagt hat. Mhm. Die Verfahren, die wir sie haben und zu denen es ehrlich gesagt im Rechtsstaat kaum eine Alternative gibt. Denn irgendwann haben die Gerichte geurteilt, haben die Parlamente entschieden. Dann muss ein Investor ja auch Verlässlichkeit und Planungssicherheit haben. Mhm. Sonst werden wir niemanden mehr haben, der einen Windpark baut oder eine Stromtrasse legt oder eine Autobahn baut oder eben einen Bahnhof baut. Und das führt uns eben in die Situation, dass wir neben den parlamentarischen Verfahren viel stärker in der Zukunft als bisher in der Gesellschaft diskutieren müssen und zunächst mal die Fakten klären müssen. Hier sind ja die Fakten nicht klar. Frau Roth argumentiert da mit 10 Milliarden Euro, was da das kosten würde. Und erweckt den Eindruck, als könne man da jetzt einfach so aussteigen. Ich sage, das ist alles Unsinn, aber wir werden uns da nicht einigen. Deshalb müssen alle an einen Tisch mit den Experten, dann müssen die Experten der beiden Seiten miteinander die Fakten klären. Und ich bin zuversichtlich, dass das Ergebnis sein wird, neue Zustimmung für Stuttgart 21. Ganz kleine Sekunde. Wir wollen uns noch mal anschauen, wie schwierig es ist, gegebenenfalls Dinge als Regierungspartei zu entscheiden oder als Oppositionspartei. Claudia Roth sitzt schon in der entsprechenden Hab-8-Position im Stuhl. Ich bin nur konzentriert. Auch für die Grünen gab es eine, sie ist nur konzentriert. Auch für die Grünen gab es eine Zeit, da waren sie noch in der Regierung. Und als Regierungspartei haben sie tatsächlich in dem einen oder anderen Fall durchaus eine relativierende Position zu Streiks, Sitzblockaden und Menschenketten gehabt. Schauen Sie mal. In seiner Zeit als Bundesumweltminister genehmigte Jürgen Trittin vor knapp 10 Jahren Castortransporte mit deutschem radioaktiven Müll aus Frankreich. Als seine grünen Wähler auf die Straße gingen, sprach er den Demonstranten das Recht auf Protest einfach ab. Gegen diese Transporte sollten Grüne in keiner Form sitzend, stehend, singend, tanzend demonstrieren. Und Claudia Roth stieß damals ins gleiche Horn. Wenn das Ziel einer Blockade ist, einen notwendigen Transport zu verhindern, dann konterkariert diese Demonstrationsform tatsächlich den gefundenen Konsens. Heißt, ich war übrigens da und habe demonstriert. Aber sicher, davon sind wir ausgegangen. Ja. Ja, und dann muss man sich trotzdem als Regierungspartei den einen oder anderen Satz dieser Richtung auch aus dem Hals pressen. Und nochmal die Frage, würden Sie denn wirklich so leichtfertig anders entscheiden können, wenn Sie ein solches Projekt mitgeplant, mitentschieden und mit durch die Parlamente gewunken hätten? Also man muss ein bisschen erklären, worum es da geht. Jürgen Trittin hat da etwas gesagt, dafür hat er sich dann auch entschuldigt. Er hat gesagt, man soll nicht immer zu diesen Demos gehen, dafür hat er sich entschuldigt. Es ging in diesen Demonstrationen ja auch gegen den Atomausstiegskonsens. Dagegen habe ich mich gewandt. Aber ich finde es absolut legitim, das Demonstrationsrecht
in Anspruch zu nehmen. Mhm. So. Und möglicherweise reicht es aber nicht aus mit der repräsentativen Demokratie, sondern brauchen wir tatsächlich viel stärker auch die Mittel der direkten Demokratie als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie. Das sage ich wissend, dass es auch mal gar nicht so in die eigene Richtung ausgehen kann. In Hamburg gab es eine Abstimmung über eine Schulreform, die von der schwarz-grünen Regierung und vor allem auch von den Grünen unterstützt worden ist, und es hat nicht funktioniert. Aber deswegen sage ich nicht, jetzt wollen wir damit nichts mehr zu tun haben, sondern wir haben heute in Stuttgart einen Gesetzentwurf eingebracht, SPD und Grüne, damit in Baden-Württemberg endlich das möglich ist, was in Bayern möglich ist. Da gibt es da gibt es die Möglichkeit der Volksinitiative, des Volksbegehrens und des Volksentscheids. Und deshalb plädieren Sie dafür? Warum? Ich plädiere dafür. Ich sage Ihnen auch warum. Ja. Erstens glaube ich, dass die Bürgerinnen und Bürger dann tatsächlich als Subjekt auch der Partizipation in einer Demokratie wahrgenommen werden. Ja. Und zweitens muss die Politik sich deutlich mehr anstrengen, zu erklären, zu begründen, zu werben oder gegebenenfalls, wenn du nicht gewonnen hast, auch dich zu korrigieren. Und das fehlt in Baden-Württemberg, und ich würde mir sehr wünschen, dass wir das auf Bundesebene auch bekommen. Nochmal Stichwort Volksbefragung, Frage an Giovanni Di Lorenzo. Buch, wofür stehst du? Hübsche Geschichte. Giovanni Di Lorenzo beschreibt, wie er sich mal vorstellte, dass alle Politiker Deutschlands von einer Sekunde auf die andere plötzlich die Wahrheit sagen würden. Und diese hübsche Vision präsentierte er ausgerechnet einem Politiker, der in diesem Buch aber nicht näher genannt wird. Was würde Giovanni Di Lorenzo in diesem konkreten Fall und überhaupt in Deutschland passieren, wenn Politiker von einer Sekunde auf die andere die Wahrheit sagen? Ja, diese Frage habe ich diesem Spitzenpolitiker ja gestellt. Und bezeichnend war seine allererste Reaktion. Er fragte, was für eine Wahrheit? Also da fängt die Relativierung schon an. Ja? Aber er sagte immer wieder, natürlich müssten wir den Leuten eigentlich sagen, die jetzt Rentenbeiträge bezahlen, denen müsste man sagen, es wird nicht reichen. Fangt an, euch rechtzeitig zu organisieren, Alters-WGs oder so. Aber was meinen Sie, wenn wir das sagen, was da los ist? Oder natürlich ginge es auch auf das ständige Wachstum zu verzichten. Dann müssten wir auf eine Fernreise im Jahr verzichten, dann müssten wir hier einen Abstrich machen, hier mal. Damit sind, das war seine ganz große Angst, Wahlen nicht zu gewinnen. Also es war ganz interessant, die Welt würde nicht zusammenbrechen. Vielleicht würde die eine oder andere Regierung zusammenbrechen. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Okay. Ich glaube aber bei solchen Verfahren, und das finde ich wiederum ganz gut, die Kanzlerin ist sehr kritisiert worden dafür, dass sie gesagt hat, Stuttgart 21 machen wir. Ich bin in gewisser Weise dankbar, weil jetzt hat man richtig eine Alternative. Man ist dafür, dann wählt man auch die CDU oder die FDP, die dafür sind. Man ist dagegen, dann wählt man sie eben nicht. Aber wir haben nicht so eine Situation wie da vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen. Das war erbärmlich, wo sich alle gedrückt haben, davor eine klare Position zu beziehen. Und man irgendwie mehrere Aale in der Landschaft sah. Herr Herrenknecht, könnten Sie sich mit dem Gedanken anfreunden, von Claudia Roth zu sagen, mal unabhängig davon, was diese Schlichtung zu Werke bringen kann, wir machen noch mal eine Volksbefragung. Wir möchten wissen, was die Baden-Württemberger dazu denken. Volksbefragung, bis sie in Baden-Württemberg durch ist, wird 6 Monate gehen oder noch länger. Deshalb ist Volksbefragung nicht die richtige Antwort. Ich bin für die Zukunft. Ich bin für. Unterstellen Sie allen anderen, dass Sie dagegen sind? Ich würde sagen schon. Nachher. Also die Grünen sowieso. Dann wir sind aber nicht nur dagegen, sondern wir sind für ein besseres Konzept. Für ein ökologisches Konzept. Nachher ökologisches Konzept. Vom Flugzeug auf die Bahn. Nachher vom Auto.